Flex TV von Fabian Flex. Er fängt jetzt an mit Pranks und das werden wir uns natürlich gönnen. Wer Fabian nicht kennt, er war früher mit den Hardgainern unterwegs, die neuen Hardgainer 2.0 oder Stofftiere waren das, glaube ich. Stofftiere, glaube ich. So, das Ganze gucken wir uns jetzt auf jeden Fall an. Ich habe sein Fahrrad geklaut. Fake Security am Alexanderplatz. Let's go, Freunde. Okay. Ich arbeite hier gar nicht. Was geht ab, meine Flexer? Willkommen in diesem neuen YouTube-Video. Wie ihr sehen könnt, sind wir auf den Straßen Berlins unterwegs. Hinter mir seht ihr auch das riesige weiß-blaue Schild Decathlon. Wir werden jetzt einige Leute pranken, denn ich vertane mich als Fake Security. Und was dabei rumkommt, seht ihr jetzt. Auf sowas hätte ich auch mal Bock, Alter. Das wäre doch mal lustig. Hallo. Ja, natürlich, diese Pranks sind alt. Hier schreibt einer, Pranks sind so 80, 90er. Ja, die Kings damals waren tatsächlich Bullshit-TV, wenn ihr die noch kennt. Die waren krass, die habe ich gefeiert. Aber Fabian, ich denke mal, er wird es gut rüberbringen. Ich leider mit Sportklamotten kann ich sie bei Decathlon heute nicht reinlassen, weil könnte den Einschein erwecken, dass sie die geklaut haben. Ist jetzt, ja, ist neue Regel bei uns. Keine Sportklamotten. Okay, was soll ich anziehen? Keine Sportklamotten in Decathlon. Wahrscheinlich, ja. Das ist ein Scherz. Ja. Fabian, aber auch massige Arme hier, ne? Massiver Athlet, definitiv. Hallo, ganz kurz. Zu Decathlon? Ja. Mit Sportklamotten darf ich sie da gleich reinlassen. You don't speak German? I speak better English. I'm not allowed to go to Decathlon with sport outfits? Yes, because some people are stealing clothes. But I went yesterday, I want to change something. Yeah, it's like new rules from today. My chef was like, no, no. Really? Yeah, so. Stell mal vor, du willst in Decathlon rein, bist mit Jogginganzug gesagt, nein, Digi, ohne Sportklamotten. Mit Sportklamotten kommst du nicht rein. Keine Chance. Sorry. Because we are got like groups, they are stealing clothes, they are coming with... William ferngesteuert wäre auch cool. Boah, das wäre schwer. Das wäre für mich eine Überwindung, Freunde. Aber wäre auf jeden Fall sehr, sehr lustig. Denslow 94. Ja, natürlich. Das ist mein echter Vor- und Nachname. With normal clothes and go out with sports clothes and we can't do a difference before. Yeah. Oh, sorry. Maybe you got something else, so you can dress up and... I can, but where? Oh, yeah, I understand. Do you see this? We're doing jokes with hidden camera. Seriously? Yes, you oh can man. Go in. Da kriegt er erstmal Schläge mit, was hat die da, Gummihandschuhe? Fuck. Warum hat die zum Teufel Gummihandschuhe in der Hand, Alter? Hi. Wollt ihr zu Decathlon rein? Ja. Ist Alter 18. Wir haben heute ein alkoholisches Getränk zu verkaufen, deswegen dürfen wir euch leider nicht reinlassen. Sorry. Was für ein Schwachsinn, Alter. Aber nur heute? Nur heute, ja. Die armen Mädels, Mann, die wollen doch sich irgendwelche neuen Tischtennisschläger kaufen und der lässt sie da nicht rein. Ist es bei allen Decathlons in Berlin? Oder was braucht ihr denn, sagen wir mal so? Fußballschuhe. Fußballschuhe? Ja. Ah, dann gar nicht. Nee, dann kommst du gar da leider nirgendwo mehr rein. Der fragt noch so interessiert, was brauchst du denn? Vielleicht kann ich dir ja was klären. Und dann, nein, gar nicht, Digga. Also ist es nur hier oder überall? Nee, also wir verkaufen keine Fußballschuhe mehr. Was? Ja. Nie wieder? Ja. What? Ja, ich habe auch geheult gestern Abend. Junge, der Typ ist durch. Das ist richtig traurig, weil ich trage auch privat gerne Fußballschuhe und... Läuft er so durch Stadt mit Stollenschuhen. Ja. Ja. Aber kann man sie aber online kaufen? Das weiß ich nicht. Weil online bin ich ja nicht da, der das kontrollieren könnte, weißt du? Deswegen ist es immer ein bisschen so. Müssen wir mal gucken. Digga, wenn das mein Laden wäre, ne? Und ich so viel Minus machen würde wegen dem. Junge, Junge, Junge. Ja. Vielen Dank. Okay. Kein Problem. Danke. Nein. Mädels? Ihr könnt natürlich rein. Guck mal da. Wir drehen gerade für meinen YouTube-Kanal eine oh versteckte mein Kamera. Oh. Viel Spaß. Was unternimmt die hier? Nix, ja, ich bin der Neue. Flex Security, mein Chef meint, ich soll hier ein bisschen aufpassen und so. Ich bin der Neue. Hanna, erzähl mir mal keinen Witz, ja, sag mal. Wirklich? Und ihr habt doch, du zeigst doch da irgendwo noch die Kamera. Das ist wahrscheinlich der echte Security.
Ja, Mann. Und mit versteckter Kamera, wir verarschen Leute so ein bisschen. Ja. Bist du von Decathlon Security? Ja. Haben die dich gerade runtergeschickt oder war Zufall, dass du gekommen bist? Ich stehe doch da oben, ich hab dich gesehen. Ach so, okay. Ich stehe da oben, ich hab dich gesehen, Alter. Der pennt fast ein beim Reden, schlimmer als Daniel K. Hi. Wollt ihr zu Decathlon rein? Ja. Dann müsst ihr mir sagen, wann wurde Deutschland das letzte Mal Fußballweltmeister? Wann wurde? Ja, wann wurde Deutschland das letzte Mal Fußballweltmeister? 2014. Ja, na dann, viel Spaß. Geil. Mhm. Für was? Ah, hier ist kein Eingang. The Real Tobertus, danke dir fürs Abo an die Community. Einmal rum ums Haus. Ja. Aber da lang. Nee, Quatsch, Entschuldigung. Hier ist kürzer. Aber da ist sportlicher, weil da ist die Strecke länger. Hi. Hi. Willst du rein? Ja, zum Decathlon. Zum Decathlon? Ah, mit Fahrrad ist schwer. Aber es gibt einen Service da. Ja, aber dann musst du dein Fahrrad draußen anstellen, dann Bescheid sagen und dann erst mitnehmen, weil sonst können die sagen, hast du geklaut. Ja, ich weiß, auch wenn du Schrottfahrrad hast, musst du trotzdem anstehen. Der beleidigt einfach sein Fahrrad als Schrottfahrrad. Gelbes T-Shirt, fetter Smash. Wo ist ein gelbes T-Shirt? Dann musst du dein Fahrrad draußen anstellen, dann Bescheid sagen und dann erst mitnehmen, weil sonst können die sagen, hast du geklaut. Ich sehe hier kein gelbes T-Shirt, Brudi. Ja, ich weiß, auch wenn du Schrottfahrrad hast, musst du trotzdem anschließen. Ja, es ist neu, ne? Ich komme normalerweise auch hier. Ja, ich weiß, es ist seit gestern neue Regelung. Wir haben nicht welche gehabt. Die sind mit ihrem Fahrräder rein, haben andere mitgenommen, meinten so, ich habe doch Security. Ey, ich finde auch, der Fabian hat das richtig gut drauf mit den Pranks. Das passt dem, passt voll zu dem. Wie gesagt, ist mein Fahrrad. Ja, deswegen. Ja. Soll ich festhalten und du sagst Bescheid und dann... Ja? Okay. Danke. Kein Problem. Ja. Alles klar, viel Spaß. Ich mach das mal hier zur Seite, ja? Weil hier ist wegen den Leuten. The Real Tobertus, danke dir für Stufe 1 Abo. Alles gut, ich mach schon. Okay? Ich arbeite hier gar nicht. Der musste selber lachen, der hat es direkt gecheckt, weil ich arbeite hier gar nicht, das war echt geil. Einfach noch so, der brüllt den an. Ich arbeite hier gar nicht. Ey Paco, Digga, runter von der Couch. Was machst du denn da? Du fliegst gleich weg. Du sollst nicht oben auf der Couch rumjumpen. Digga, geht es noch? Da fliegt mir fast der Hund von der Couch, Alter. Geht es noch? Ich glaub's ja wohl gar nicht. Was steckt eine Kamera? Du kannst rein, ja. Alles klar. Ey, aber cool, der Typ reagiert ja richtig cool. Der lacht sich ja voll kaputt. Viel Spaß. So, Freunde, damit ich weiterhin fokussiert und energetisch geladen bin, gönne ich mir hier zwei Kapseln von unserem Crank Focus. Ist unser Koffeinbooster. Damit könnt ihr nicht nur, so wie ich, jetzt unterwegs energiegeladen bleiben, sondern auch... Denslow94, danke dir fürs Abo, Stufe 1, Mann. Auch beim Training, wenn ihr gerade mal so Tage habt, wo ihr aus dem Büro kommt, ein bisschen abgeschlagen seid. Die Produkte bekommt ihr alle bei esn.com und wenn ihr mich unterstützen wollt, dann bestellt ihr mit dem Code FLEX. Hey, bist du 18? Nein. Dann kann ich dich leider entscheiden lassen, tut mir leid. Einfach Decathlon ab 18. DM ist ab seit heute... Was, welcher Laden? DM? Bist du 18? Nein. Dann kann ich dich leider entscheiden lassen, tut mir leid. DM ist ab seit heute ab 18 wegen Make-up und wir verkaufen Spirituosen, deswegen sorry. Und ja, du hast keine Jordans an. Bist du 18? Der hat einfach die freshesten Jordans an und kommt nie rein. Kann ich leider nicht reinlassen. DM ist seit heute ab 18 wegen Spirituosen und Make-up. Ja, wir dürfen leider... Einfach wegen Spirituosen und Make-up. Gar keinen Sinn. Dann genieß deine Nachtschicht, mein Jutster. Ja, wir dürfen leider Make-up nur noch ab 18 verkaufen. Es sei denn mit Einverständniserklärung. Das unterstütze ich so. Echt? Ja. Es ist ein patriarchales Konstrukt, deswegen. Ja. Was erzählt die Alte da? Make-up ein bisschen einschränken. Ja, finde ich auch. Hallo. Wir haben heute neue Hygienemaßnahmen. Wir müssen jetzt ganz doll in die Hände klatschen, gerade wegen der, wir desinfizieren quasi nicht mehr mit Desinfektionsmittel, weil es wegen der Knappheit von den Desinfektionsmitteln ist. Einmal ganz doll in die Hände klatschen, reicht mir vollkommen aus. Dankeschön. Geil. Ey, Junge, der kommt aber, ich wette, der Fabian hat sich nicht vorher Gedanken gemacht.
Das passiert wie bei mir, wenn ich eine Reaction mache. Ich glaube, der in der Situation, in dem Moment, fällt ihm irgendeine Scheiße ein und dann labert der das. 100%. Ja, Jungs, DM und so ist ab 18 heute, ne? Wir verkaufen Alkohol heute. Ja, das geht leider nicht, ja. Sorry. Ja, sorry. Aber ich kaufe mir keinen Alkohol. Ja, ich weiß, aber ich darf euch nicht reinlassen. Und einfach wie ernst der dabei bleibt, aber dennoch sympathisch. Der hat's drauf, gefällt mir. Ich hab keinen Bock auf Stress. Ja. Ich hab Angst vor dir. Ja, gut. Ciao. Ich hab keinen Bock auf Stress, ich hab Angst vor dir. Ey, Freunde, der Chat sieht gerade hier so schön aus. Ich sehe lauter Abos. Jeder hat einfach ein Abo im Chat. Fast jeder. Das ist doch krank, Alter. Egal, wer schreibt, hat ein Abo. Wahnsinn, Mann. Ciao. Was sagst du? Sag mal Ausweis. Spaß, Mann. Guck mal da. Ja, ich wusste. Der wusste, Alter. Der wusste. Jungs, seid ihr meinen YouTube-Videos in Ordnung? Ja. Okay, cool. Fabian Flex. Ibrahim 4LI, danke dir fürs Prime-Abo, Mann. Nein, könnt rein, Jungs. Viel Spaß. Wer ist auch mal? Fabian Flex. Jeder gibt den Handshake. Dankeschön. Ja, ab und zu öfter, ja. Das sieht brutal ähnlich aus wie wer? Testo Busa 314, abonniert Stufe 1, danke dir. Warte mal, was? Das sieht brutal ähnlich aus Dankeschön. Brutal ähnlich aus wie Sibam. Hör ich ab und zu öfter? Nein, auf keinen Fall. Lido, Kain, Luki, danke dir fürs Prime-Abo, Mann. Gib mir da Blick. Hey, Fan. Hi. Willst du rein? Ja. Bist du 18? Nein. Dann darf ich dich leider nicht reinlassen bei dir. Hallo? Are you 18? No. Are you 18? What age? 18 years old? Jesus Christ. Junge, die sind 60. I am 50. It's like a compliment. I'm joking. Have fun. Geiler Typ, Mann. Sehr, sehr cool. Hallo. Seid ihr 18? Nee. Ab heute haben wir leider bis 18. Wegen Make-up ist seit heute ab 18. Vielleicht entweder. Ja. Auch rein. Genau. Ja. Ja. Genau. Und die war ja richtig cool jetzt, die Linke. Die war richtig cool. Mit der würde ich mich nicht anlegen. Das war ein Witz, oder? Nein, nein. Ja. Also, sind Sie 18, ja, ne? Dann dürfen Sie gerne rein, ja. Oder ihr könnt eure Mama anrufen, dann sagt ihr mir am Telefon einfach, ja, die dürfen rein, ist kein Problem. Junge, was für ein Schwachsinn, Alter. Geil. Der Digga, bist du jetzt... Ich dachte schon, er ist vom Couch geflogen. Also, das reicht mir auch vollkommen aus. You can go in. Achso. Oh, also wir dürfen natürlich rein. Mädels, ich mache nur Spaß. Ich will drehen gerade mit versteckter Kamera. Alter. Aber die hier, die Dame, die hat sich, glaube ich, ordentlich Selbstbräuner gekauft im DM. Und das macht sie, glaube ich, jetzt auch. Alles gut, viel Spaß. Hi, seid ihr 18? Ja. Ja, kann ich euch mal den Ausweis sehen? Seit gestern ist nämlich Make-up ab 18. Ansonsten braucht ihr nämlich einen Mutti-Zettel. Hä? Ja. Wir haben keine Emotes, ja, das stimmt. Ja, ja. Nee, ernsthaft. Wirklich, ja, leider, ja. Bist du 18? Alles klar, du kannst schon mal rein. Und wir nicht, ja, du oder siehst was? Nicht aus wie 18, deswegen. Was? Das ist ein Kompliment, komm. Das ist bestimmt. Ja, okay. Schade. Da ist es aufgeflogen, tatsächlich. Sie hat's gesehen. So, Freunde, jetzt habt ihr quasi gesehen, was man mit so einem Fake-Security-T-Shirt alles anstellen kann. Wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert den Kanal, aktiviert. Auf jeden Fall, Mann. Abo ist da. Mit der Glocke. Checkt noch gerne mein Instagram-Profil aus und schreibt unbedingt in die Kommentare, was wir als nächstes für euch machen sollen. Denn ich glaube, ihr habt auch noch so einige lustige Ideen. Ansonsten schaltet gerne beim nächsten Mal wieder ein. Ciao. Also sehr, sehr cool, Mann. Der Typ hat Potenzial, was die Streetpranks angehen. Also, wenn ihr Bock habt, checkt den Kanal aus, Flex TV. Ich poste den jetzt nochmal in den Chat rein. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, Freunde, und ich hoffe, ihr hattet Spaß mit diesem Video. Lasst auf jeden Fall ein Abo da bei dem Kanal, kommentiert wie immer fleißig und falls ihr mich supporten wollt, findet ihr wie immer die besten Supplements auf powerstage-germany.de. Mit meinem Rabattcode sichert ihr euch den besten Rabatt. Damit supportet ihr mich ordentlich und sichert euch feine Subs. Dankeschön, bis zum nächsten Mal. Adios.